Und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Ghosts. Wir sind hier im Niemandsland. Was haben wir denn hier am Waffen so aus? Handgun, alles klar. Und dickes Gewehr. Moment, Headset richten. Alles klar. Dann kann es auch schon losgehen. Bereithalten. Was denn? Oder was davon übrig ist. Ja, los, ich geh mal gucken. Na los, weiter. Stalker 6, hier ist Viking. Nähern uns Zielposition. Verstanden? Jawohl. Verstanden. Viking, Achtung, aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivität in diesem Gebiet hin. Eilig, holt euch die Daten und verschwindet sofort wieder. Verstanden. Sicher. Alles klar. Hey, sieh dir das an. Hätte nicht gedacht, das Teil nochmal zu sehen. Sieht doch sehr häuslich aus. Das heißt wohl, wir sollen weiter. Alles klar. Nicht wie du dich daran erinnerst, ja? Nicht so sehr. Na los. Hüpf. Das sieht schon ganz schön abgefuckt aus. Scheiße, oh Mann. War das voll? Oh. Alles klar. Gut, die Weste ist mit deiner Kamera synchronisiert. Damit leitest du ihn. Egal wohin, er wird dir folgen. Ich sehe zwei Ziele voraus. Sie sollen sich trennen. Den Nahen zuerst ausschalten. Machen wir. Wäre ja cool, dass wir einen Hund jetzt hier steuern können. Da sind noch welche. Warte, ein Scharfschütze auf dem Balkon. Der gehört mir. Na dann, Attacke. Okay, zuerst die Wache ausschalten. Sicher. Okay. Mir nach. Und die Zeitlupe war jetzt ein bisschen strange. Kontakt ist euch. Kontakt vorne. Lebt der noch? Das ist ja unglaublich. Guck mal, wie dreist der ist. The fuck. Hier ist ja ganz schön was los. Das ist der richtige Ort. Ja klar, der Gegner wie Sau. Stalker 6, wir haben hier was.
Genau. Hauen wir sie jetzt alle weg. Okay. Was ist das denn? Ein Shorty, alles klar. Fuck. Oh. Voll cool, der Hund fetzt. Könnt ihr jetzt mal bitte drauf gehen? Guck mal, das kann ich auch. Furzköppe, ey. So, Granate hat natürlich gar keine Aufmerksamkeit, auf uns gelenkt. Aber es ist halb so wild. So, Entschuldigung, dass ich jetzt in letzter Zeit nicht so viel zu erzählen hatte. Stirb. So ist fein. Okay. Dann rücken wir mal ein bisschen weiter vor. Wo? Von wo? Von wo? Von wo? Linke Seite. In den Häusern. Na? Geht doch. Ja, die Deckung kriegst du von uns, mein Freund. Viking 1, wir erhalten Berichte von hoher Feindaktivität weiter vorn. Und wenn ihr euch beeilt, solltet ihr sie abfangen können. Roger. Bewegung. Alles klar. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich hab dich doch gesehen. Oh, ich muss mich da hinten verstecken. Ich hab voll Angst. Da schießen. Boah. So, dafür hab ich dir jetzt erstmal die Eier ein bisschen perforiert. Mein Freund, so nämlich nicht. Lieg dich nicht mit mir an, verstehst du? Sonst komm ich hin. Oh. Hui! Die Spuren sind frisch. Was für Spuren? Wir sind wohl hier lang. Was denn für Spuren? Hey, okay. Er macht das schon, erster Profi, ne? Wann sollte er sich nach rechts? Ich bin ja hier bloß den Mitläufer. Oh, ist da schon was los? Los, Hundi. Guter Junge Riley. Unten bleiben, wir folgen. Riley ist cool. Ich mag den. Ich hoffe, der bleibt auch bis zum Schluss bei uns. Da lag doch gerade. Hier. Alles klar. Jackpot. Oh ja. Stalker hat mein riesiges feindliches Lager genau vor uns. Mal direkt das Feuer öffnen wir. Nehmen wir das mal an. Mit Riley synchronisieren. Mach ich. Na denn, mein Freund. Hohe Feindaktivität hier. Ganz langsam und vorsichtig. Sieh dich um, ob du irgendwas finden kannst. Ey, ist der Hit. Riley, mein Freund. Nicht vergessen, langsam und vorsichtig. Ja. Riley im Gras verstecken. Riley im Gras verstecken, alles klar. Das sollte klappen.
hoch. Leg dich nicht mit Riley an, Mann. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Ich glaube ja nicht, dass der Hund jetzt hier hochklettern kann. Nee, kann er nicht. Schade, schade, Schokolade, da kommen wir her. Achso, demnach müssen wir denn hier rein. Ja, alles klar. Ich dachte eben, wir kommen hierher, aber dem war nicht okay, so. Wir sind drin. Ah, ist schön. Hier drin. Mal sehen, was hier vor sich geht. In dem Sneak jetzt einfach mal. Du hast eine der Wachen alarmiert. Was? Ja, ich dachte jetzt wegen dem Auto. War ein bisschen sehr knapp. Er ist erledigt. Okay. Den sind wir los. Jetzt hier weiter. Einfach mal schön sneaky weiter in die Richtung. Ja, die Wache ist aber schon weg. So. Guck mal, er ist der Nächste. Der hat's, der will es doch. Oh, der ist aber schnell gestorben. Hey. Die kommen jetzt alle hier lang. Überfahr mich jetzt bloß nicht, mein Freund. Was? Ja, sehe ich. Zoom ran. Mal sehen, was hier los ist. Ach, mit E. Gut. Hast du die Maske von dem Kerl gesehen? Wie schön, dass du hier bist. Hark, was ist los? Man könnte meinen, du hast einen Geist gesehen. Na toll. Du hast doch nicht geglaubt, dass ich es dir leicht mache. Oh nein. Wir beide haben wirklich viel nachzuholen. Bringt alles zur Feuerbasis, Charlie. Und ihn auch. Operation Heimkehr fährt wie geplant. Feuerbasis, Charlie. Operation Heimkehr. Viking, wie lautet eure Position? Die Jungs haut mal besser rein und kommt, sonst bleibt ihr hier zurück. Verstanden. Sind auf dem Weg. Okay, wo jetzt hin? Markiere den Sammelpunkt. Da. Hol Riley da raus. Wir treffen uns am Ausgang. Okay. Schnappen wir uns den Riley. Nehmen wir zu los. Außer Sicht bleiben. Ach, da sind sie doch schon. Der Wachen alarmiert. Was? Ach, ja, scheiß auf die Wachen jetzt. Guter Junge, Riley. Sehr gut. Oh. Bewegung. Jetzt geht's hier weiter. Stalker 6 sind auf dem Weg zu eurer Position. Startet die Party nicht ohne uns. Nein, niemals. Bitte nicht. Riley, nicht so schnell. Was ist mit dem Hund los? Riley, bei Fuß. Ui. Wow, etwas langsam. Und jetzt Katze entdeckt. Was ist los, Junge? Was ist denn hier? Oh. Los, klick, 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 klick. Oh, danke, Riley. Oh, scheiße. Oh, doppelt scheiße. Alter. War ja schon wieder so eine typische Tomb Raider-Situation, war. Hier sieht verloren aus. Sind wir nicht. Wir haben unser Ziel gefunden. Captain Eric? Walker? Ich glaube, du hast was für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charlie gebracht. Und er vermisst? Yeah. Ajax. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ihr könnt mit uns kommen. Macht aber, was ich sage und wenn ich es sage. Verstanden? Ja, Sir. Ja, Mama. Okay. Still bleiben. Sie rücken ab. Ja. Alles im Zeitplan. Mal so eben rausgehoben. Kein Problem. Olle Hash macht es. Na dann weiter geht's. Was? Gemütlich, gemütlich. Häuslich. Hier möchte man wohnen. Das gibt Ärger.
Augen behalten und Deckung geben. Ihr Walkers kommen mit mir. So. Okay, Keegan, es kann losgehen. Na denn. Feuer frei! So, ja, die anderen wieder alles machen lassen. Irgendjemand? Ja, sieht gut aus. Gut, Junge, gut, 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 gut. Alles klar, gehen wir nochmal rein. Gut. Aber es ist interessant, wenn du auf deine Verbündeten zielst. Kannst du gar nicht erst abdrücken. Oh. Oh. Okay. Hab mich geirrt. Entschuldigung. Verdammt. Mein Fehler. Ja, ist ja gut. Ich geb's jetzt. What the fuck? Oh. Leid. Braucht das mal 6 Jahre, um umzufallen, ist das? Ich glaube, ich bin gestorben. Im Drehbuch steht, dass ich jetzt umfallen muss. So. Okay, ich muss auf jeden Fall jetzt darauf achten, wer unser Gegner ist und wer nicht. So nicht mein Freund. Und ich mach jetzt ja noch Rambo. Rambo. Unser. Aber man hat hier auch mehrere Optionen, in die Gebäude reinzukommen. Das ist auch mal sehr gut. Hast du gedacht, was? Hast du gedacht? Aua, aua, aua. Habt ihr alle gedacht? Oh, Entschuldigung. Wo denn? Super. Ich guck auch gleich ein. Ach, von da. Weiter, hoch zum Hügel, los! Alles klar. So, jetzt haben wir halt. Meine Fresse, ey. Keegan, geh vor. Genau. Bring uns in Richtung Stadion. Geh mal vor, kann schon mal ein bisschen Munition der futtern. Hat nicht mehr lang. Schatten und verschwanden im Licht. Außerhalb der Mauer lag ihr Ruf über dem Niemandsland wie eine Wolke aus Furcht. Eine viel effektivere Waffe als aller Stahl der Welt. Merrick und Keegan, das waren die Männer, von denen Dad sprach. Die Ghosts. Und jemand legte sich mit ihnen an. Sie waren unterwegs nach San Diego, Föderationsgebiet, um ihren Mann Ajax zu suchen. Ghosts. Wir haben sie uns nur vorgestellt. Jetzt wollen wir zu ihnen gehören. Oh ja. Ja. Ladebildschirm ist immer schön. Leider muss ich auch an dieser Stelle die Folge mal wieder beenden. Und hoffe, dass wir uns dann in den nächsten Part, Teil, wie auch immer, wiedersehen. Also würde ich sagen, bis denne. Tschüss.